war ich noch Studentin wieder oder noch Studentin, weil ich mein Studium noch von Anfang an in Deutschland, in der Westdeutschland damals, fortgesetzt habe oder neu angefangen habe. Und ich erinnere mich sehr gut von den ersten noch nicht demokratischen Wahlen am 4. Juni 1989, wo ich von Freiburg, damals, weil ich studiert habe, nach Köln in die damalige Botschaft der Volksrepublik Polen gefahren bin, weil ich eine Vollmacht von dem Solidarischen Wahlkomitee aus Warschau erhalten habe, um dort mit zwei anderen Menschen, jungen Menschen, auch als Solidarischer Beobachter bei den Wahlen zu sein. Und ich habe damals im Auge noch unglaubliche Bilder von Tausenden, richtig Tausenden von Polen, Jung und Älter aus ganz Deutschland, die nach Köln kamen, um zu wählen, und viele zum ersten Mal in ihrem Leben. Und es war eine Schlange durch die ganze Stadtviertel. Und wir hatten die Solidarność-Bände hier mit den berühmten Aufschrift Solidarność, und deswegen waren wir von allen sehr begrüßt und gefragt, welche Namen dort sind, wen sollen sie wählen. Natürlich, ich habe gesagt, sie wählen den richtigen oder die richtigen Vertreter. Und es war eine unglaubliche Atmosphäre auch damals. Und natürlich, die Menschen damals, wie in Polen oder auch bei allen Vertretungen, diplomatischen Vertretungen, haben richtig gewählt, nämlich 99%, also die solidarischen Vertreter zum Senat, für die zweite Kammer, und so wie es damals war, 35%, der damals war die Vereinbarung zwischen der Macht, die offizielle Regierungs- und Solidarność, für den Sejm, für die erste Kammer. Und es war eine Euphorie, ein Gefühl des Erfolgs. Und ich glaube, bei den jungen Leuten war es die Euphorie ohne Bedenken, was die Zukunft uns bringt. Weil wir mit der Familie auf dem Land lebten, mein Vater hat sich, obwohl er war vom Beruf Baumeister, aber er hat sich für die Rechte der Menschen auf dem Lande, vor allem der Landwirte, sehr engagiert. Und so wurde er auch für dieses Engagement, für die Untergrundarbeit in den Ende der 70er Jahre verhaftet. Als in einem Scheinprozess wurde er schon im Sommer, also im Frühjahr 1980, für drei Jahre Gefängnis verurteilt. Und mein Vater, wie neben zwei anderen, als vertretend für die anderen Gefangene, als politischer Gefangener anerkannt war, wurde in diesen 21 Postulaten des Danziger Abkommens sozusagen verewigt, und die Freilassung von ihm war, nachdem das Abkommen in Kraft getreten ist, Anfang September, war eine Frage der Zeit, und hat wirklich aufgrund dieser Vereinbarung das Gefängnis verlassen und wurde frei und war der Mitgründer der sogenannten Landsolidarność schon im September 1980. Und deswegen für mich damals als Studentin, ich habe wieder angefangen zu studieren, war es eine besondere revolutionäre Zeit, aber eine friedliche Zeit. Es war richtig, wir waren begeistert von dem, was mit uns, was um uns geschah, von der Freiheit der Presse,
sozusagen des öffentlichen Lebens. Wir haben nicht die Angst, auf der Straße zu demonstrieren. Wir haben nicht die Angst, miteinander zu sprechen, über alles zu sprechen. Und in Polen wurden viele Bücher ohne Zensur damals gedruckt. Die Zensur hat sich sozusagen zurückgezogen. Es herrschte noch Zensur, aber die haben es erlaubt, mehr zu veröffentlichen. Deswegen war es eine besondere Zeit für uns, für alle, für Wissenschaftler, für Kulturvertreter und nicht nur für die Gewerkschaft, für die Arbeitnehmer, aber für alle Menschen, unabhängig von dem Stand, war es auch was Besonderes und auch für die Schüler. Und deswegen, ich bin als Vertreterin dieser Generation, die sehr aktiv, sehr bewusst in der Zeit tätig war, engagiert war und gelebt hat, geprägt worden für die nächsten Jahre. Auch das hat uns Mut gegeben, in den 80er im Untergrund zu kämpfen. Und weil wir wussten, was können wir erreichen und was bedeutet es, frei in einem Lande zu leben. Und deswegen haben wir auch uns sehr stark in die Prozesse, die später, ein paar Jahre später, also 1989, stattgefunden haben, engagiert. Wir sind wir haben uns den neuen verschiedenen Vereine, Gesellschaften oder eben Parteien angeschlossen. Und viele Polen haben damals auch Polen verlassen, nicht alle natürlich, Gott sei Dank, sind emigriert, wie das damals nach der Einführung des Kriegsrechts. Aber viele sind nach Polen zurückgekehrt, weil es war eine neue Chance nach 1989 für uns in Polen zu leben und das Land anders zu gestalten. Und die Solidarność von 1980 oder 1981 und die danach noch wieder gegründet wurde oder wiederbelebt wurde, waren schon etwas andere Solidarność oder Solidaritäten. Sicherlich, wir waren in eine neue Wirklichkeit, in eine neue wirtschaftliche Situation, aber es blieb der Geist von damals und vor allem die Liebe für die Freiheit der Menschen. Und das war diese treibende Kraft für uns, für die polnische Gesellschaft, aber auch für unsere Nachbarn später in den 90er Jahren. Wir können sagen, von der wirtschaftlichen Seite, aber überhaupt als ein souveränes, freies Land, ich glaube, als Beispiel vom Erfolg. Und wir sind wirklich als Gesellschaft erfolgreich durch die schwierigen Jahre, aber durch die Prozesse gegangen und wir haben gewonnen. Wir heutzutage sind Mitglieder der Europäischen Union. Wer hätte damals, als ich Anfang 20 war, habe ich nicht geträumt, überhaupt mal ins Ausland zu fahren. Als ich es 2 Jahre später durfte, natürlich durch einen Zufall kann man sagen, dann habe ich nicht meinen eigenen Augen geglaubt, damals in Frankfurt am Main, dass ich doch diese leuchtende, farbige Welt wirklich, dass es real ist um mich. Ich dachte, das ist ein Traum, aus dem grauen, düsteren Land in den Westen zu kommen. Aber die Solidarność heute ist ein sehr schöner Begriff, also es ist immer noch eine Gewerkschaft in Polen, nicht so zahlreich wie es damals. Es zählt nicht Millionen Menschen als Mitglieder, wie es damals war. Aber es ist vor allem ein Symbol und es bleibt, hoffe ich, solidar zu bleiben gegenüber den Menschen. Das ist das Wichtigste. Und das nur solidarisch zu sein gegenüber den anderen, bedeutet auch oft Erfolg, auch in der Politik und auch bei den Freiheitskämpfen. Und so sind wir vielleicht auch, und ich bin sicher, für ein gutes Beispiel, ein Musterland
für viele Länder, die noch unterdrückt sind, auch für unsere Nachbarn im Osten, für die Ukraine, für die Weißrussen und auch vielleicht für Menschen in Korea, obwohl sie nicht so laut sagen dürfen, aber auch vielleicht für, auch im Nahen Osten. Das ist ein gelungenes Projekt von Menschen gegründet, von Menschen durchgeführt, realisiert und ja, deswegen es bleibt nicht nur in meiner Generation, im Bewusstsein meiner Generation, aber und Ältere, aber vor allem die Jüngeren, eine von den wichtigsten Ereignissen in der Geschichte von Polen.